Hallo, ihr Quirlinge! Sie sind tot. Die beiden seltsamen Chimären in dem Grab eines Magier-Moguls unweit von Fasar in den Tulamin-Landen. Wie baue ich das jetzt ein? Mir fällt nichts ein. Das war der letzte röchelnde. Richtig. Das war so das letzte Quäntchen Gas, was sich aus den zerfließenden, schleimigen, zerfallenden Lungen eines der beiden gestreiften Wesen hier, was da herausfuhr. Denn wir haben sie zerlegt. Ich finde ja, Keule und Arlinda haben ganze Arbeit geleistet. Und auch Magier Kaspar hat natürlich mit seinem Kugelblitz dann den Dinger noch den letzten Rest gegeben, wenngleich der vielleicht gar nicht notwendig gewesen wäre, was wir aber nicht wussten, als er gezaubert wurde. Und vor allen Dingen hat auch die Herrin des Waldes mächtig geholfen mit ihren Goldhaararmbändern, die sowohl bei Arlinda als auch bei Keule ganz eindeutig in den Kampf eingegriffen haben. Darüber wird zu sprechen sein. Natürlich auch über die seltsamen Viecher. Und das war jetzt das allerletzte Mal, dass da noch irgendwas rauskam. Da ist jetzt Keule irgendwo draufgetreten. Jetzt kommen langsam keine Ideen mehr. Ich muss ganz schnell an Patrick abgeben, der hier die Situation retten muss. Jetzt sofort. Retten? Oh Gott. Weißt ja. Du, ich als Meister bin für das genaue Gegenteil zuständig. Nein, heute nicht. Aber gut, ja, richtig. Das, was ihr quasi vor euch seht, ist halt wirklich, wie diese beiden Lebewesen, also Ex-Lebewesen, die nun mal im Großen und Ganzen sehr viel Ähnlichkeit hatten mit nun einmal diesen Berglöwen, die Arlinda wohl bekannt waren, aber eben diese dicken, geschuppten Schwänze anstatt der ganz normalen Tigerschwänze hinten hatten und auch an sich nun einmal eindeutige anatomische Veränderungen aufwiesen. Wie diese nun mal sich jetzt wirklich, also man sieht quasi, wie ledrig geschuppte Haut unter dem Fell hervorkommt, aber halt wirklich hervorkommt im Sinne von, es trennt sich quasi voneinander. Und einiges davon, was nun einmal ursprünglich mal diesen Körper im Ganzen ausgemacht hat, geht halt wirklich in einen leicht zähflüssigen Zustand über. Das Ganze löst sich jetzt nicht auf. Es ist immer noch in Teilen erkennbar, was euch da im Kampf gegenüberstand. Aber ja, es gibt halt wirklich kaum eine bessere Weise, es zu umschreiben, als sie zerfließen in Einzelteile, die scheinbar auch sich ein wenig danach aufteilen, was eventuell mal für zwei ursprüngliche Wesen diese Chimäre ausgemacht haben. Mhm. Haben wir den Eindruck, dass sich am Ende, sagen wir mal theoretisch, an einem Tag, alles aufgelöst haben wird? Oder haben wir den Eindruck, da werden bestimmte Dinge liegen bleiben von diesem Kadaver? Das könnt ihr eventuell abschätzen, wenn ihr euch noch ein wenig hier im Raum aufhaltet, weil ihr euch hier noch umseht. Gut. Keule tritt man sicherheitshalber noch gegen den Kopf, solange er noch irgendwie was wie Masse hat. Ja, es gibt ein etwas matschiges Geräusch, als du da drauf und rein trittst. Also du hinterlässt wirklich fast schon dein Stiefelprofil in der Oberfläche. Da ist nicht besonders viel Härte mehr in dem Schädelknochen. Keule guckt sich so auf seine Hand, Armgelenk, wo das Armband von Chlor ist. Das hat ja wirklich super geholfen. Schaut euch diese Viecher an. Keule tritt nochmal gegen den anderen Kopf. Ob da so schön weich und schlotzig ist. Bei dem ist es tatsächlich nach wie vor ein fester Schädelknochen. Dann tritt Keule nochmal dagegen. Hattet ihr auch den Eindruck, dass das Armband sich eingeschaltet hat in dem Augenblick, als eure Waffe in Kontakt mit diesem Wesen kam? Bei mir war es so. Ja, bei mir auch, sehr wohl. Also, es ist wie so eine wärmende Kraft, die plötzlich durch meinen Arm ging und mir den Schlag erleichtert hat. Ja, und die das Ziel irgendwie weicher gemacht hat.
wie als wenn man eine Schale durchbricht und dann wird es weicher dahinter. So hat es sich angefühlt. Ich glaube, ohne dieses Armband wären die Schläge, meine Schläge zumindest, erstmal nur an der Oberfläche geblieben. Ich hätte noch viel mehr Wucht aufbringen müssen. Ja, dem kann ich zustimmen. Das wäre bei mir wohl auch so gewesen. Meine war's bei euch? Hat es nicht unterstützt. Zumindest habe ich derartiges nicht bemerkt, was ihr beobachtet habt. Mhm. Habt ihr eine Idee, aus welchen Dingen das zusammengesetzt war, was wir bekämpft haben? Wir kennen ja verschiedene Kombinationen. Aber die hier? Dies hier scheint eine Art Großkatze gewesen zu sein. Ja, deutet auf die Überreste von dem nun von Keule zermatschtem Schädel. Und dies hier scheint von einem Reptil zu sein, einem vermutlich eher großen. Großkatze und Reptil. Mhm. Sind das einheimische Tierarten, Patrick? In den Tulamidenlanden, Region Fasar? Gibt es da derartig große Reptile und derartig große Raubkatzen, dass man die sich hier fangen und dann halt Dinge tun könnte? Oder muss man die von weit her importieren? Hier in der Gegend ist dir definitiv keines bekannt. Aber ich gestehe dir eine Tierkundeprobe zu, die du ja chronisch schaffst. Von daher ist es ja auch relativ egal, dass ich sie dir um 4 Punkte erschwere. Dein Waldkundig bereits eingerechnet. Kaspai kann gerne eine Tierkundeprobe machen, aber erschwert um 7 tatsächlich. Ich habe Tierkunde 3. Du kannst gerne sagen, ich würfel nicht. Ich habe diese Tierkunde 3, davon habe ich, glaube ich, schon gut ausgespielt, dass er grobe Informationen gegeben hat und dementsprechend so tut, als wüsste er, wovon er redet. Absolut, das war nur ein Angebot. Jo, das brauche ich nicht, den Seelenfasser. Ich habe es nicht geschafft, die 16 sind an der falschen Stelle. Okay, wie viel bist du daneben? 3, also ich hätte die Probe hätte ich mir um 1 erschweren können, dann hätte ich es noch geschafft, aber wenn ich jetzt hier erstmal 6 Punkte ausgleichen muss, wegen der 16 an der falschen Stelle, dann bleibt nicht mehr so viel übrig von dem Talentwert, dass ich dann noch deine Erschwernis ausgleichen könnte. Ja, okay. Also, ja, 3 Punkte daneben. Gut, dann gebe ich dir mal Folgendes. du hast, also dir fällt, mit derartigen Reptilien hattest du noch nicht wirklich was zu tun. Mhm. Dir fällt aber ein, dass du mal grob gelesen hast, so in der Randnotiz einer Fußnote, dass es halt Reptilien irgendwo im südwestlichen Bereich des Kontinents gibt, die nun einmal, wie dir jetzt auch einfällt, einen vergleichbaren, ich nenne es mal Kampfstil haben, wie diese Viecher es hatten, nämlich sowohl, dass sie halt auf den Hinterbeinen tatsächlich stehen können, als auch auf allen Vieren. Und der Schwanzfeger passt da auch in diesen Kampfstil hinein, der kommt auch von dem Reptil, oder? Das kennst du nicht. Aber ich habe den Schwanzfeger ja beobachtet. Du hast es hier beobachtet, aber du weißt nicht, ob diese Reptilien, von denen du gelesen hast, derartiges haben. Es war halt, wie gesagt, nur eine klitzekleine Notiz. Da von Katzen Aline so das war vermutlich nicht kennt. Richtig. Liegt der Verdacht nah und sie kann es mit ihrem Wissen nicht ausschließen oder nicht festmachen, dass es so ist. Richtig. Das meine ich nur. Ja, bei Katzen mit Schwanzfeger, komisch, also ja, ungewöhnlich. Ja. Okay, verstehe. Und das im Südwesten, das ist aber dann jenseits der Tulamidenlande. Definitiv. Okay, gut. Alinda überlegt kurz nach dem, was Kaspar gesagt hat, sagt dann, Großkatze auf jeden Fall, dem stimme ich zu. Und ja, es soll auch derartig große Reptilien geben. Allerdings nicht hier in den Tulamidenlanden. Ich müsste mich sehr irren. Herr Keule, vielleicht habt ihr dort nähere Erfahrungen. Ihr kämpft ja gegen alles mögliche Gezücht in der Arena. Aber meiner Ansicht nach gäbe es derart große Reptilien, die vom Kampfstil her auch, ja, sich so bewegen würden, wie wir es gesehen haben,
gäbe es sie weiter im Südwesten, jenseits der Tulamidenlande. Gebiete, die ich nicht kenne, nur vom Hörensagen und vom Lesen dann und wann. Das bedeutet, dass man entweder die Ski, wie auch immer es heißt, hierher geschafft hat, oder zumindest den Bestandteil, einen der beiden Bestandteile. Eine ziemliche logistische Herausforderung. Zur Zeit der Magier-Mogule und dem und auch dem Diamantinnen-Sultanat erstreckten sich die Tulamidenlande sehr viel weiter nach Süden. Aber das würde ja bedeuten, dass diese Dinger schon seit dieser Zeit hier drin sind. Meint ihr das? Unwahrscheinlich, aber möglich. Auf verschiedene Varianten. Müssen sie nicht fressen? Alinde schaut sich um, ob hier Spuren zu sehen sind, dass diese Dinger gefüttert worden sind, regelmäßig. Gibt's hier, wir haben ja so ein paar Knochen angedeutet, gibt's da so etwas, so Knochenreste, Fressreste oder auch Verdauungsreste, wo man ja auch dann sagen kann, wenn was rauskommt, muss vorher was reingegangen sein? Da ihr euch jetzt das erste Mal, also ich wollte halt euer wunderbares Gespräch nicht unterbrechen, von daher schildere ich euch jetzt mal, was ihr jetzt natürlich in den letzten Sekunden schon gesehen habt, wenn ihr euch hier mal Darf ich kurz noch auf die Frage von Alinde eingehen, beziehungsweise kennt Keule die Viecher aus der Arena? Nein, du kennst nichts Vergleichbares aus der Arena. Dann würde Keule nur mit der Zulgerschutz zucken auf Alindes Frage. Okay. Also würdest du auch bejahen, dass es so etwas in der Nähe hier nicht gibt, weil du gegen alles, was es hier in der Nähe gibt, gekämpft hast, quasi? Das würde Keule nicht sagen, weil er sich dafür zu wenig auskennt, aber er wird einfach die Frage verneinen, ob er sie kennt. Und er würde sagen, keine Ahnung. Nun gut, okay. Dann? Dann also die Schilderung. Ich muss dazu eine Sache vorweg erwähnen. Wie gesagt, es war ja einiges an künstlerischer Freiheit beim Zeichnen dieser Karte. Deswegen, der Raum ist rechteckig, wie er hier dargestellt ist. Allerdings ist diese Seite hier die lange Seite und nicht diese hier. Also nur, dass ihr da die Dimensionen ein wenig im Kopf habt. Und zwar seht ihr, das, was euch definitiv als erstes auffällt, ist ein, ohne zu übertreiben, gewaltiges Gerippe hier im Raum, das im Prinzip diese komplette Seite hier einnimmt. Es ist ein Gerippe vom, ich sag mal, von der Form her erinnert es am ehesten an eine Schlange. Insofern zumindest, dass man halt nur eine Wirbelsäule hat, die oben lang geht und dann eben die Rippen, also quasi den Brustkorb, der sich aber wie gesagt über die gesamte Länge erstreckt, darunter. Und es nimmt, wie gesagt, die gesamte Wand ein, also es ist wenigstens 4 Schritt lang. Nur dieser Teil des Grippes. Am Kopf befindet sich allerdings etwas, was definitiv euch allen dreien klar ist, nicht der Schädel einer Schlange ist, sondern am ehesten, es sieht von den Zügen her für Alinde, die Anatomie hat, durchaus humanoid aus, allerdings halt, ich sag mal, in der entsprechenden Größe und mit raubtierhaften Knochenzügen, Gesichtszügen kann man ja nicht sagen. Oh, ich muss mich sogar korrigieren. Ich war eine Zeile verrutscht. Es ist wenigstens 8 Schritte lang, nicht 4. Ist es komplett? Also ist es vom Kopf bis zum Schwanzende oder ist es dann irgendwo in der Mitte oder hinten irgendwann dann abgeschnitten? Es ist hinten offenbar nicht ganz komplett. Von daher ist es schwer, die Länge des ursprünglichen Tieres mal festzustellen oder genau zu beziffern. Ihr könnt aber, also insbesondere nun mal Alinde, durch recht hohe Tierkunde und Anatomie sogar, du kannst einordnen, dass es wohl zumindest nicht irgendwie nochmal doppelt so lang ist oder so. Also es würde dich überraschen, wenn das ursprüngliche Lebewesen mal, sagen wir mal, zumindest länger als 12 Schritte gewesen wäre. Und du bist dir absolut sicher, dieses Gerippe ist uralt. Also im Sinne von
wenigstens Jahrhunderte, vielleicht sogar länger. Hat es Biss- und Fraßspuren an den Knochen? Es hat tatsächlich hier und da Abdrücke, die du als entweder Gebiss- oder Kratzspuren identifizieren würdest. Aber es sieht, dafür kennst du dich wiederum auch mit Heilkunde Wunden gut genug aus, also alle drei Talente spielen hier quasi gerade rein, dass es nicht irgendwie abgefressen wurde oder so. Es sieht eher aus, als wären diese beiden Kreaturen oder andere Raubtierkreaturen hier in diesen Raum irgendwann mal gekommen, als das Gerippe schon definitiv nur noch Knochen war. Mhm. Das würde Alinde dann sich anschauen und sagen... Moment. Okay. Was ihr nämlich auch hier im Raum seht, ist ein Stück eines Chitin-Rückenpanzers mit Käferflügeln hinten drauf. Und alleine diese Flügel sind ebenfalls 3 Schritt lang. Ein Stück weiter davon entfernt seht ihr ebenfalls Überreste wie von einer gewaltigen Hummerschere. Gewaltig in dem Sinne, dass dieses Ding in seinem jetzt momentanen hohlen Zustand, da könnte Keule sich reinlegen und es wäre immer noch Platz für mindestens eine weitere Person. Aber nur die Schere, sonst nichts von dem Tier, was die Schere mal hatte. Solange ihr es nicht dem Chitinpanzer oder der Schlange andichten wollt, richtig. Liegt es da in einem Kontext oder liegt es in, das reden wir hier von verschiedenen Ecken des Raums? Es liegt, also ich sag mal, wenn hier dieses Schlangengerippe nun mal liegt, liegt in etwa hier der Chitinpanzer und so hier die Hummerschere. Mhm. Ihr seht ebenfalls einen großen Haufen. Normalerweise würde man sagen Gerümpel, aber es ist eindeutig, es war ursprünglich eindeutig kein Gerümpel. Alinde und Keule erkennen das auf den ersten Blick. Es sind zum Beispiel zum großen Teil Rüstungsständer, auf denen also wirklich Prunkrüstungen, also nicht nur so nicht diese, ich sag mal, funktionale Art von Prunkrüstung, die Keule trägt, sondern so wirklich die also, ich sag mal, hohen Generälen in alten Zeiten angedichtet werden würden. Diese Art von Prunkrüstungen, da scheinbar relativ achtlos auf einen Haufen geschmissen wurden. Und auch diese wurden ähnlich wie der Chitinpanzer und diese hohle Hummerschere offenbar von diesen beiden Bewohnern des Raumes zumindest versucht anzuknabbern. Reden wir nur über die Ständer oder auch über die Ständer mit solchen Rüstungen auch drauf? Auch über die Rüstungsteile. Mhm. Beziehungsweise teilweise sind sie nicht nur angeknabbert, sondern teilweise sehen sie auch quasi eingedellt aus, so als hätten diese Kreaturen auch mal mit ihrem Schwanz gewollt und gezielt auf diese Sachen eingeschlagen. Mhm. Das, was dann definitiv von euch dreien Kaspar als erstes auffällt, ist, dass der gesamte Raum aber auch, also die gesamten Wände des Raumes, aber auch mit Wandgemälden eingedeckt sind. In diesem Fall keine Schriftzüge, sondern wirklich nur aber halt bildliche Darstellungen. Schemenhafte Darstellungen. Ja, es ist halt schon etwas, also es hat alle, die Spirit of the North gespielt oder das Let's Play gesehen haben, können sich so ein bisschen an diese Piktogramme dort vielleicht erinnern. So in diese Richtung. Mhm. Und darauf sind, das geht für euch, da ihr ja auch die Wandgemälde in diesem dreieckigen Raum euch schon angesehen habt, scheinen das hier quasi ja fast schon wie ehrgebietende Darstellungen wohl von besonderen 4 Chimären gewesen zu sein. Oder zumindest Kaspar ist sich nicht ganz sicher. Eins davon könnte eventuell auch ein Dämon sein.
aber die Grenze zwischen Chimären und Dämonen, wenn man nur so wandmalerische Darstellungen sieht, ist auch etwas fließend. Darauf seht ihr auch definitiv nun einmal die Schlange, wie sie dort abgebildet ist, mit einem Kopf, der ja menschenähnliche Züge wohl haben dürfte. Und diese Schlange war offenbar in der Lage, zumindest ist es so dargestellt, entweder, das lässt sich jetzt etwas schwierig sagen, es könnten Flammen sein, es könnte Säure sein, es könnte ein Gift sein, es könnte auch was anderes sein, aber irgendetwas offenbar auf Feinde im großen Maße speien zu können. Auch zu sehen ist ein humanoides, also zumindest ein Insekt, das auf offenbar aufrecht gehen konnte, mit zwei solcher Hummerscheren, wie eine hier noch im Raum liegt. Eine weitere Darstellung, also quasi eine der vier Wände ist immer jeweils einer Chimäre gewidmet. Eine der vier Chimären ist auch von der Darstellung her so ähnlich wie die Statue, die ihr oben gesehen habt, die euch den Eingang freigemacht habt. Und eine dritte dürfte so etwas wie einen, ich nenne es mal Riesenkraken darstellen, wo allerdings dann halt der Körper der Kreatur noch verändert ist, sage ich mal. Von dem haben wir aber nichts gefunden, augenscheinlich, oder? Von dem Kraken. Offenbar nicht. Alinde steht staunend da und mit, nimmt auch mal ihre Laterne so in die Hand, dass er das leuchtet das mal ein bisschen so aus und geht mal so ein bisschen rundherum, nachdem sie sich mit den Tierüberresten ein bisschen beschäftigt hat. Mhm. Und sagt dann, war das hier eine Grabkammer für derlei Gestalten? Sie deutet auf das Schlangengrip und sagt, das hier könnte, und dann deutet sie auf das Schlangenwesen, hat man ja eins gehabt. Mhm. Das hier könnte das gewesen sein. Und dann geht sie zu dem anderen Gemälde rüber und sagt, und das hier, Käferpanzer, Schere, könnte der da gewesen sein. Fehlt und dann halt dieser Kraken. Der fehlt ja. Richtig? Es waren drei oder waren es vier? Es waren vier. Es war ebenfalls halt noch eine Darstellung der Statue, die oben den Eingang in Anführungszeichen bewacht hat. Gut. Okay, gut. Das kann nur eine Wiederholung sein. Also Alinde sagt, zwei der drei hier abgebildeten Chimären, genau. Ja, sag ich doch. Zwei der drei liegen hier oder Teile von ihnen. Die Schlange ist nicht ganz komplett, meiner Ansicht nach. Und dem Hummerkäfer fehlt ja auch mindestens eine Schere. Die vergangene Zeit sind sie erstaunlich gut erhalten. Da hoffen wir, dass wir die anderen auch in so einer Form vorfinden, die nicht so hier lebend rumkreuchen und fleuchen. Wobei, das wäre ein echter Kampf. Steht hier irgendwas geschrieben, Herr Kaspai? Nein, es sind lediglich bildhafte Darstellungen. Also, meiner Ansicht nach, ja, ich denke es, manchmal hat man das in den Ptolemidenlanden. Manche der Erhabenen, wenn sie gestorben sind, sie nehmen allerlei Dinge mit ins Grab. Auch lebende Dinge. Die erfreulichsten darunter noch ihre Haustiere. Vielleicht haben wir hier etwas. Vielleicht ist das so ein Brauch hier. Der hier bestattet ist, vielleicht waren das seine Haustiere. Die bestattet worden sind, als er bestattet wurde. Hier in diesem Raum. Vielleicht seine Lieblingsschöpfungen. Ja, genau. So etwas in der Art. Und möglicherweise ist eine der beiden Scheren schon von Grabräubern herausgetragen worden. Irgendwann einmal. Und schmückt nun das Archiv irgendeiner Magierakademie irgendwo. Oder vielleicht eine Sammlung eines der Erhabenen, wer weiß. Nun, weniger gebildeten Leuten könnte man vielleicht weismachen, dass man ein Monster mit dieser Schere erschlagen hat, weil sie nicht herausfinden können, dass es schon sehr alt ist. Richtig. Aber um auf meine ursprüngliche Frage zurückzukehren, Alinda hält sich ihre Laterne wieder an den Gürtel und dreht sich nochmal auf der Stelle einmal so rundherum. Ich sehe auf Anhieb und auch auf Nicht-Anhieb
keine Spuren irgendeines Fressens dieser Tiere, die wir hier bekämpft haben, dieser Chimären. Oh ja, richtig, es gab eine ursprüngliche Frage. Oder gab es da was? Du siehst, oder ihr seht definitiv auch, ich nenne es mal, also ihr seht auf jeden Fall Ausscheidungen entsprechender Art. Ausscheidungen, ja. Alinde mit ihrer hohen Sinnesschärfe gestehe ich einfach mal zu, dass sie ohne Probe auch... Nein. Das war der Hinweis. Was ich euch auch noch vergessen habe zu sagen, ist, dass hier an der gegenüberliegenden Wand von eurem Eingangstor, nenne ich es mal, auch wieder eine geschlossene steinerne Tür ist. Mhm. Kannst du so ein bisschen aufdecken, oder? Das ist dann halt wie hier, das geht so ziemlich direkt über in den nächsten Raum, deswegen lasse ich es erstmal noch so. Okay, verstehe. Alinda deutet auf den Dunghaufen. Ich nehme an, der ist nicht antik. Wir reden nicht von Koprolit oder völlig eingetrocknetem Zeug, sondern... Der ist definitiv, also jetzt, da auch das Adrenalin des Kampfes allmählich abweicht und eure Riechsinne zurückkommen, ist der frisch. Mhm. Es ist nicht unaushaltbar oder so, es ist definitiv kein frisches Aroma, aber ihr habt jetzt sozusagen kein unglaubliches Verlangen, sofort aus diesem Raum raus zu wollen. Ihr könnt euch hier durchaus noch in Ruhe umsehen. Ich würde auch noch mal gerne zur Anfangsfrage noch mal kommen. Keule hat ja, nachdem der erste Kopf von dem Vieh der ersten Chimäre Macho-Pampe ist, hast du gesagt, der zweite Kopf ist noch hart. Ist der immer noch hart oder hat er sich inzwischen auch verflüssigt? Nachdem du noch ein paar Mal kräftig zugetreten hast, hast du auch dort tatsächlich gemerkt, wie auch dieser, ich nenne es mal, seinen Halt verliert. Ja. Wunderbar. Keule wird sich das... wieder mit seinem Armband angucken, wird mal das auch an das Skelett wirklich halten, das da liegt, an dieses Schlangenskelett, ob bei der Berührung von Armband und Skelett sich irgendwas tut? So wie du es schilderst, nicht, nein. Okay, dann würde er sich in den Knochen schnappen und in dem Kackhaufen rumstochern, ob da irgendwie festes Material irgendwie zu finden ist. Kasper verzieht das Gesicht und guckt sich die Prunkrüstungen an, meint dann zu Alinde: Was meint ihr? Sind die noch was wert? Nein, gut, macht ihr erstmal euer, ja. Also Punktrüstungen. Boah. Ja, Lidl guckt sich das mal so an. Kann ich mit Kriegskunst da was abschätzen? Heraldik. Ich wollte gerade sagen, es wäre eher das Talent schätzen. Ja, ich weiß, aber mit Kriegskunst kann man ja vielleicht herausfinden, ob die Dinger überhaupt also nutzbar sind oder nur Prunk sind. Also euch ist beiden klar, denn ihr habt beide grundsätzlich eine Kampfausbildung, dass diese Prunkrüstungen in ihrem ursprünglichen Zustand eindeutig nicht nur Schein waren. Das waren definitiv richtige Rüstungen. Sie waren halt nur noch extra verziert und so weiter und so fort. Bisschen opulenter, ja. Absolut. In ihrem aktuellen Zustand da nun einmal, sie sind definitiv, also wenn man davon ausgeht, dass die zu den ursprünglichen Grabbeigaben gehörten, sind sie für ihr Alter in überaus gutem Zustand gewesen, so lang, bis sie halt als Kau und Hau-Spielzeug herhalten mussten. Mhm. Ihr könnt aber beide gerne mal mit einem W20 einen Glückswurf machen, ob ihr noch irgendetwas Entsprechendes findet. Währenddessen komme ich kurz auf Keule zurück und frage einmal kurz, was für eine Art von Knochen willst du dir greifen? Also einen handlichen, der los ist. Ja. Gar nichts. Ihr beiden seid ja Helden. Alinde schneidet sich an einer scharfen Metallkante. Nein, tut sie nicht. Nein. Es war ein Glückswurf. Ihr findet durchaus was, aber als was anderes als... Naja. Ja, also ich frage halt Knochen in dem Sinne, weil so halt von diesem Schlangengerippe oder was für eine Art von Knochen? Irgendein loser Knochen, den da oben in der Ecke auf dem Bild, den nehme ich. Ja, die gibt's halt so nicht. Es gibt da keine abgenagten Knochen in dem Sinne. Die einzigen. Also es ist kein loser Knochen in Griffweite. Nein.
Nein. Gut, nein. Dann mache ich das mit meinem Fuß und wische den Haufen als hin und her. Wovon wird denn das Skelett noch zusammengehalten von der Schlange? Das wäre mal interessant zu wissen dann. Bitte? Wovon das Skelett dann noch zusammengehalten wird. Wenn Kasper merkt, dass Keule daran rüttelt und merkt, dass die Knochen noch zusammenhalten, dann wird für Kasper erstmal seinen Zauberstab heben. Und sehr, sehr vorsichtig zu dieser Schlange gehen. Deswegen habe ich gesagt, keine losen Knochen. Diese Knochen sind halt noch immer in dieser Form, sodass halt die ursprüngliche Verbindung nun einmal sichtbar war. So drücke ich es mal aus. Aber sie sind, sie sind tatsächlich noch immer in dem Sinne miteinander verbunden. Aber jetzt ist halt die Frage, ob Keule die überhaupt in dem Sinne angefasst hätte, weil diese Knochen sind halt auch entsprechend groß und unhandlich. Deswegen wollte ich ja wissen, was für einen Knochen er da ins Auge gefasst hatte. Also kann ich jetzt davon ausgehen, dass Keule das Schlangenskelett da nicht in dem Sinne angefasst hat, nachdem er da einmal das Klorsche Armband dran gehalten hat, richtig? Naja, wenn es nicht eine richtige Größe hat und die Griffreichweite ist, doch, er hat mal dran gezogen. Okay, du hast mal ein bisschen dran gerüttelt und hast währenddessen dann gemerkt, okay, die sind irgendwie immer noch irgendwie zusammen und außerdem auch viel zu groß und unhandlich, um damit jetzt in was rumzustochern. Ja, dann nehme ich meinen Stiefel und wisch den Haufen halt so ein bisschen hin und her. Mhm. Da findest du dann tatsächlich... Es mag jetzt ein wenig abstoßend klingen, aber mach mal eine Sinnesschärfenprobe. Wert um 3. Übrigens, Alinde, danke für die 20. Das könnte noch witzig werden. Du hast mir damit eventuell einen Gefallen getan. Ups. Verdammt. Ja, da möchte ich gar nicht rechnen, ne? Nee. Ich glaube, das schaffst du nicht. Du kannst tatsächlich aus diesem Kothaufen nicht wirklich irgendwas Sinnstiftendes rauslesen. Aber du rutschst auch nicht aus oder so. Hier scheint nichts zu sein. Genau, kommt von Keule die Antwort, als sowohl Kasper als auch Alinde gerade sich darüber freuen, also freuen in Anführungszeichen, dass sie was gefunden haben. Kasper, das modifiziere ich dann ein wenig, weil 15 nicht so die beste Zahl ist, aber du findest etwas, was für dich ganz interessant aussah, ein vermutlich halt eher ehemals prächtiges Magiergewand. So ziemlich komplett aus schwarzem Stoff. Die Fäden allerdings, wie dir auffällt, mit denen sie genäht wurden, scheinen tatsächlich aus purem Gold zu sein, wie du dir denkst, dann vermutlich in irgendeiner Weise magisch verstärkt, dass dieses weiche Metall in irgendeiner Weise halt dazu, zu diesem Zweck dienen kann. Aber ja, vornehm ging die Welt halt zugrunde damals. Und als du es dir näher anguckst, erkennst du sogar, dass ebenfalls aus Gold gestickt darin eine magische Glyphe eingenäht ist. Der Form nachzuschließen, da du ja dich mit den grundlegenden Glyphen vertraut gemacht hast, auch wenn du sie noch nicht alle unbedingt selbst nun einmal erzeugen kannst. Aber es dürfte eine Glyphe der elementaren Attraktion sein. Also, Kunstwerk die Gießen ist, aber welcher Magier mit Verstand benutzt Gold für dein Zauberzeichen? Gold ist abweisend für die meisten magischen Spielart. Es ist das Metall, das Gold dafür. War es vielleicht ein Schutz? Nein, es ist ein Gold verstärkt wurde? Elementare Dinge zu verstärken. Wer auch immer das gemacht hat, wenn es funktioniert hat, war auf jeden Fall sehr kundig. Sonst hätte er Gold nicht benutzen können. Vielleicht wollte er ja auch genau das nach außen tragen. Ja, genau das. Alinde, dir fällt so beim Durchstöbern etwas in die Hand. Du hält dir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in die Hand. Du hast gar nicht unbedingt gezielt darauf geachtet. Die nächste Schaufel. Nein. Auch keine Spitzhacke.
mach jetzt bitte eine Intuitionsprobe. Und ich erzähle dir nicht, was für eine Schwernis du hast. Du kannst aber darauf wetten, dass du eine hast. Ha! Das wäre mein Glückswurf gewesen. Verdammt. Okay. Ich habe die Erschwernis, habe ich, also ja, ich habe sie im Sack, ganz bestimmt. Ja, du hast die Erschwernis geschafft. Schade. Schade. Ja, schade. Okay. Ansonsten wäre das viel lustiger geworden für mich. Aber nicht für mich. Ja, sprich. Es ist ein Ring. Aha. Allerdings aus, also ein dicker Ring. Es ist kein. Ein Klunker. Nein, also es ist. Nur ein Metallband oder mit Stein. Er ist aus Metall. Aus einem Metall. Du kennst dich nicht gut genug aus, um es einordnen zu können, denn er ist grün, aber es fühlt sich definitiv an wie Metall. Mhm. Und du hast, wie gesagt, nicht wirklich darauf geachtet, weil er sieht halt nicht wirklich, also zumindest hier in diesem Licht, nicht auf den ersten Blick wie was Besonderes aus, aber in dem Moment, als du ihn nun mal in der Hand hast, spürst du etwas. Mhm. Es ist fast schon ein Gefühl, du hast so kurz, also es ist nicht so, dass du es wirklich vor dir siehst. Es ist nicht, dass Alinde jetzt eine Vision hat, aber du kannst dir so ein bisschen das Gefühl vorstellen, oder zumindest Alinde verbindet mit diesem Gefühl, dieses Bild, als ob jemand vor ihr auf ein Knie fällt und sozusagen Gefolgschaft anbieten würde, so Alinde sich denn beweisen würde. Und dir kommt ein Wort in den Kopf, in einer Sprache, die du nicht kennst. Und auch die Bedeutung dieses Wortes kennst du nicht, aber du weißt, dass wenn du diesen Prozess, sage ich mal, dass du dich beweisen müsstest, um dann eben Gefolgschaft erlangen zu können, dass das dieses Wort ist, mit dem du diesen Prozess auslösen könntest. Und wenn du deine Intuitionsprobe nicht geschafft hättest, dann hättest du es halt jetzt sofort ausgesprochen. Aha, du hast trotzdem, was kann schon schief gehen? Mir kommt ein Wort in den Sinn. In dem Moment, wo ich den Ring berühre. Ja. Und dir ist und halt auch klar, dass es von diesem Ring kommt, sozusagen. Alinde guckt den an. Von allen Seiten. Zeigt ihn dann oder hält ihn dann Kasper unter die Nase. Ist der magisch? Ich habe so ein komisches Gefühl. Das ist auch, also von der Größe her, das ist auch ein Ring für einen Finger, oder? Wir reden jetzt nicht von einem Nasenring eines Bullen. Nein, es ist ein Ring für einen Finger, aber halt aus wirklich, wie gesagt, sehr dick. Mhm. Also fast schon wie so ein, im Prinzip wie ein Schlagring für nur einen Finger. Ah ja. Kasper nimmt ihn mal vorsichtig entgegen. Du hast kein besonderes Gefühl. Okay. Also abgesehen davon, dass der halt recht schwer und offensichtlich aus Metall ist. Du hast, glaube ich, auch kein Talent, was irgendwie in Richtung, also was dir sozusagen Wissen über Metalle geben würde, oder? Ich habe ein bisschen Alchemie. Ja, okay. Würfel mal schnell mit 3W20. Wir tun mal so, als wäre es eine Talentprobe. Ja, auf jeden Fall. Du erkennst es als oxidiertes Kupfer. Hm. Ein Kupferring. Kupfer? Hm. Es ist angelaufen, oxidiert. Alin überlegt kurz. Deswegen sind kupfergedeckte Dächer auch immer relativ schnell grün. Ah, solches Zeug.
Grünspan, wie man es nennt. Ah, ja, ja. Das Wort kennt Alinde nicht. Ah, okay. Also, aber grüne Dächer kennt Alinde bestimmt. Ja. Ja. Dann würde, wieso glaubst du, dass er magisch ist? Ich überkam so ein Gefühl, als ich ihn hatte, irgendwie, als könnte ich damit jemanden binden oder gefügig machen. Und ein Wort, das ich gar nicht kenne. Als hätte der Ring irgendwie, naja, zu mir gesprochen. Nein, aber irgendwie, ich habe noch nie einen Ring in die Hand genommen und dann hat Kasper ich... legt den Ring ganz schnell auf den Boden und spricht einen Ode. Okay. Den Anblick kennt Alinde. Ich denke mal, sie wird die paar Sekunden abwarten. Ja. Nee, war ja klar. Das ist Intuition, 2-3 Punkte weg. Das ist vom Zeitlassen alles in Ordnung. Dann sind das... Gib mir den Zauberbogen. 9 Punkte. Damit dürftest du auch wieder erkennen können, ob etwas dämonisch oder mit Blutmagie ist, richtig? Ja. Es ist definitiv entgegen Kaspers vermutlich ersten Impuls nicht dämonisch und auch nicht mit Blutmagie. Oder? Moment, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage. Also er ist definitiv nicht dämonisch. Du erkennst aber doch tatsächlich einen Hauch von Blutmagie. Und er ist magisch, ja. Stark oder schwach? Würfel meine Magiekundeprobe hinterher. Eventuell kriegst du in genau dieser Frage eine Zusatzinfo, ob du das, was du siehst, entsprechend deuten kannst. Das zweite ist Klugheit, da verliere ich 5. Dann sind das 5 Punkte. Okay. Du siehst einen merkwürdigen Zwiespalt. Es ist ein bisschen so, als hätte jemand ein magisches Artefakt genommen und das umgearbeitet. Ich sag mal, Zauber, den es tatsächlich momentan wirken kann oder könnte, sag ich mal, ist es reicht tatsächlich, dass du sozusagen alle drei Schichten erkennst. Du erkennst das, ich sag mal, das, woraus es ursprünglich mal gefertigt wurde, potenziell vermutlich sogar noch mächtiger magisch war als das, was es jetzt ist. Du siehst an der Oberfläche das, was jetzt momentan mit diesem Ring möglich ist, ist eher ein, ich nenne es mal, nettes Gimmick. Und irgendwo zwischen diesen beiden Schichten irgendetwas, was offensichtlich nicht aktiviert ist und auch momentan nicht aktivierbar ist, dass da etwas liegt, was potenziell, bevor ich jetzt das Falsche sage, gucke ich nochmal genau drauf, ja, potenziell sehr mächtig ist. Also nicht so mächtig wie das ursprüngliche Material, aber halt eine zauberähnliche Funktion, die, um sie mit heutiger Magie herbeizuführen, sehr großer Macht brauchen würde. Ein äußerst faszinierendes Ding. Es ist nicht dämonisch, aber es wurde mit Hilfe von Blutmagie geschaffen. Oh. Und es scheint im Laufe der Zeit seine Form und Wirkung verändert zu haben. Etwas, wovon ich noch nie gehört habe, dass das überhaupt möglich ist mit einem Artefakt. Seine Hauptwirkung scheint in irgendeiner Form zu ruhen. Oder verschlossen zu sein.
Aber es ist dazu in der Lage, einen magischen Effekt hervorzurufen. Und Moment. Mal was würfeln. Alle, die sagt nichts. Oh. Die schaut dich an mit großen Augen. Für genaueres müsste ich, bräuchte ich Laborbedingungen. Ich bin kein Hellsichtmagier. Ist es gefährlich, ihn anzufassen oder ein Tuch zu wickeln und im Rucksack zu transportieren? Ich vertraue ihm nicht, weil es mit dir gesprochen hat. Wir sollten es am besten, wenn es irgend möglich ist, in Eisen einwickeln. Dann sollte es mitnehmbar sein. Was ist mit dem Goldmantel? Kann man da ein Stück... Also wirkt Gold? Das sind nur die Fäden. Das würde bei weitem nicht ausreichen. Vor allem, weil dort eine magische Wirkung eingearbeitet ist. Haben wir irgendein Stück einer Rüstung dort, wo man sagen könnte, wir können es da reintun und es irgendwie so zusammenbiegen, dass der Ring dann nicht rausfällt und man kann dieses Stück Schrott mit dem einen... Oder ein Metallkästchen. Ihr seht entsprechende Kettenteile, die sich für so etwas eignen würden. Ich möchte aber, dass vorher sowohl... Also Kaspai auf ein Drittel seiner Neugier, Alinda auf ihre halbe Neugier würfeln. Das ist nicht gut. Okay, gottgefällig mal wieder, da wurdest du gerettet. Der eine Gott, der mächtigste, unterstützt mich dabei, dass ich jetzt keine Astralpunkte verschwende. Er achtet halt auf seinen neuesten Apostel. Genau. Oh, ich bin sogar schon Apostel, weil ich bin aufgestiegen. Also ich hab keine Neugier. Du hast keine Neugier, was? Nein, nö, hab ich nicht. Du hast keine Neugier? Also so diesen Nachteil Neugier, du hast... Ich hab Aberglaube und Goldgier, aber nicht Neugier. Ach so. Muss ich sagen, ob was anderes triggert, aber Aberglaube würde mich ja eher abhalten davon, mit dem Ring irgendwas zu veranstalten. Ja, Goldgier, er ist aus Kupfer. Es gibt ja etwas, ich sag mal, mit dem, was ich weiß, passen würde, aber da du es nicht weißt, kann ich es bei dir leider nicht triggern, was schade ist. Na, du kannst ja für mich würfeln. Also Alinde müsste das wissen, was ich weiß, damit das triggern könnte. Ach so, okay, ja, dann kannst du nicht triggern. Ich möchte, dass du rückwirkend einfach mal deine Intuitionsprobe verkackt hast. Das fände ich viel schöner. Na gut. Intuition ist aber auch mein bester Skill, ja. Ja, du hast bei der 20 aber auch echt eine Schwernis bekommen. Also. Ja, aber es ist die 3. Nein, ja? ich rede euch da in euren Plan nicht rein. Macht doch gut. Also dann würde Alinde, also quasi, in neuzeitig würde jemand sagen, man nimmt jetzt ein Stück Alufolie, klar, es ist Aluminium, nicht Eisen, ja, aber tut es da rein und wickelt es irgendwie zu. Ja. Alinde überlegt sich, ob es irgendwie dort ein Stück rostigen Metalls gibt, was aussieht, als wäre es Eisen, weil von Eisen war gerade die Rede. Das meine ich ja. Wo man das Ding reinlupfen kann und irgendwie dazu biegen kann und dann kann man es irgendwie wegstellen. Genau, du hast so quasi von irgendeiner Rüstung, wo halt so über die Schulter hinaus noch so quasi so etwas ähnliches wie Kettenrüstung herunterhing. So da Kettengeflecht. Kettengeflecht. Mhm. Da hast du einfach etwas Entsprechendes genommen. Mhm. Und dieses Konstrukt könntest du jetzt zum Beispiel in einen deiner Tuchbeutel stecken oder ähnliches. Das wäre dann genau der Punkt gewesen. Genau. Ich zeige aber es vorher Kaspar von wegen, würde es helfen, diesen Ring in diese Kette hier, also dieses Kettengeflecht einzuwickeln? Ja. Na, dann, damit er uns nicht in den Rücken fällt. Quasi. Nicht besonders gut, aber für die schwache oben liegende Magie sollte es ausreichen. Mhm. Ja, dann. Zeig mal kurz her. Also Keule wird euch kurz unterbrechen und wird nach dem Ring verlangen. Alinde ist zögerlich. Guck Kaspar an. Du kriegst ihn gleich wieder. Zeig mal her. Alinde, wie gesagt, guck Kaspar an. Der Ring ist potenziell gefährlich. Ja, Keule wird sich den Ring erstmal schnappen wollen, wenn Alinde den jetzt nicht hergibt. Alinde hält dich nicht davon ab, den Ring zu nehmen, der liegt auf dem Boden. Achso, ja? Gut. Dann wird Keule den nehmen und an Klaus Armband halten. Okay. Auch du hast keine Reaktion, als du den Ring berührst. Und das Armband reagiert auch nicht auf ihn. Keule zuckt die Schultern. Bitte hier drauf. Alinde reißt und schneidet da irgendwie so ein Stück ab.
hält's praktisch irgendwie zwischen beiden Händen und hält's Keule hin, dachte, bitte hier drauf. Ja, Keule legt ihn dahin. Kann. Mhm. Dann wird das Aline gleich einwickeln und in einen Tuchbeutel verstauen. Mhm. Dieses Armband ist kein universal böses Detektor, Keule. Sei vorsichtig, wie sehr du dich darauf verlässt. Es hilft uns gegen derartige Kreaturen wie diese dort. Aber es schützt nicht vor allem Bösen. Keule nickt. Alles klar. Er wird sich aber dann auch mal gerne runterbeugen zu diesem Rüstungshaufen und auch mal gerne drüber gucken. Dann würfel du auch mit einem W20 einen Glückswurf. Während er durchwühlt, würde Kaspar einmal einen Gebiets-, also einen Sichtbereich Odem machen, um zu gucken, ob auch irgendwas anderes Magisches in dem Haufen liegt. Okay. Dann dadurch, dass Keule da ein wenig durchwühlt, bekommt Kaspar seine Antwort zuerst. Odem funktioniert. Allerdings ist das Ergebnis etwas ernüchternd. Du siehst halt das magische Leuchten von Keules Armband, der ja nun mal auch in deinem Sichtbereich ist. Meines Wissens nach müsste das aber alles an magischen Dingen sein, die du aufleuchten siehst. Definitiv in dem Haufen ist nichts weiteres Magisches. Irgendwelche unmagischen Edelmetall oder sowas? Nee, in die Richtung nicht, aber was du mit deiner 13 findest, ist, ich beschreib's dir einfach mal als Axt. Eine Axt, die tatsächlich noch in ausreichend gutem Zustand ist, sollte mal drüber poliert und vielleicht geschärft werden, aber im Notfall wäre sie sofort einsatzbereit. Die, sag mal, deine Größe hätte. Es ist eine Einhand-Axt, bevor du fragst. Ja, dann würde Keule dir sich an den Gürtel hängen. Alles klar, dann notiere und dir eine Skraja. Wie schreibe ich das? So wie ich es dir hier jetzt eintippe. Und ist eine Doppelblattaxt, eine kleine. Ja. Und mit einem Horn oben. Kaspai denkt sich auch sofort, die habe ich hier in der Gegend noch nicht gesehen. Und auch Alinde kennt diese Axt eher aus ihrer Zeit, bevor sie hier in den Thulamin landen war. Ich muss sagen, das sieht eher wie etwas Torwalsches aus oder etwas Gehalsgerisches. Ja. Alinde stimmt zu. Ja, das ist eher etwas Nordisches. Hat hier unten eigentlich nichts zu suchen. Sie ist aber ebenfalls, das erkennt man so an dem, was halt ursprünglich mal an Stoff oder Leder um den Griff gewickelt war, das ist komplett weg. Also das Ding ist ebenfalls schon sehr lange hier. Also müsste man instand setzen? Wie gesagt, notfalls wäre sie sofort einsatzbereit. Es wäre definitiv besser für die Waffe, wenn man sie erstmal ein wenig pfleglich behandelt. Aber nur damit, also euren beiden Charakteren oder euren drei Charakteren ist klar, dass die jetzt nicht innerhalb der letzten paar Jahre oder Monate oder Wochen durch irgendwelche Plünderer hierher gekommen ist, sondern die gehörte zum ursprünglichen Inventar dieser Grabstätte. Mhm. Alinde schaut mal nach dem Träger, ob der noch da ist und ob die Brücke noch so ausgefahren ist, dass er überhaupt zu uns rüberkommen könnte. Der war mit euch mit rübergekommen, weil es hieß schnell rüber, wir wissen nicht, wie lange die Brücke offen bleibt. Brücke, aber wir hatten ihn dann zurückgeschickt, glaube ich, irgendwie. Meine ich. Das könnte sein, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Er ist auf jeden Fall inzwischen wieder im Raum, selbst wenn er es mal nicht war. Mhm. Die Brücke ist immer noch ausgefahren. Und er schaut, also er quasi, wenn hier so dieser Gerümpelhaufen ist, wo ihr gerade Flohmarkt spielt, dann ist er hier an die Wand gelehnt, jetzt nicht entspannt und guckt sehr aufmerksam zu euch rüber. Allerdings eher mit einem Gesichtsausdruck, der sagt, mal schauen, ob ich gleich Arbeit bekomme. Als mit einem Gesichtsausdruck, was für schöne Dinge kann ich denn für mich abgreifen? Aber er scheint jetzt nicht panisch zu sein angesichts der Dinge, die er sieht und erlebt hat vor kurzem. Also er hat jetzt einen
etwas weniger entspannten Gesichtsausdruck als zu dem Zeitpunkt, als ihr das Grab betreten habt, aber er wirkt professionell und hierbleibend, was ein sehr schönes Adjektiv ist. Mhm. Gut, also dann, wenn Alinda das so einschätzt, dann würde sie das man da auch nicht auf ihn einwirken oder eingehen, in irgendeiner Weise. Ja. Ja, Alinda erhebt sich wieder, so sie hat noch irgendwo dann, sie war zurück zuletzt am Rucksack, hat da was reingesteckt, würde ihren Rucksack auch wieder schultern, den haben wir ja zum Kampfbeginn abgelegt, wie üblich. Ja. Und schaut dann Kasper und Keule an, so abwechselnd, und sagt, da hinten ist eine weitere Tür. Wollen wir da weiter? Das wäre ja sinnvoll. Ich habe den Eindruck, dass hier könnten Wachhunde gewesen sein. Keule wird sich nochmal zu der Chimäre Macho Pampe begeben und sein Bullet von Core, das er hier an seinem Handgelenk hat, wird er mal in diese Macho Pampe halten. Auch da gibt es keine direkte Reaktion, nein. Dann würde er sich rumblicken und Kasper ansprechen. Hier, Kasper, ich war beim geweihten Kurs. Er sagte mir, ich solle meinen Gegnern das Amulett in das Blut unserer Gegner tauchen. Aber zählt das hier nicht als Blut? Ich höre nichts, es passiert nichts. Keule macht einmal einen Klugheitswurf. Erleichtert um 1. Oh, da kommt die 1. Wenn die vorhin gekommen wäre. Noch. Bestätige Mann. Das gleich noch. Also nochmal einen W20 hinterher würfeln. Okay. Ach, Keule. Es ist leider nicht bestätigt, aber in der richtigen Reihenfolge, drücken wir es mal so aus. Keule, also dir / Keule ist bewusst, dass das nicht die exakten Worte waren, die dir gesagt wurden. Jetzt weiß ich halt nicht, ob du es bewusst anders ausgedrückt hast oder ob es vielleicht im Laufe der Zeit halt ein wenig verändert wurde. Ich glaube, der Spieler Hinterkeule, der erinnert sich vielleicht nicht so. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, aber ich finde es gerade nicht mehr. Okay. Ich tipp's dir noch einmal schnell ein, den Teil, der anders war. Während der Spieler hinter Keule das liest, kann ich einen kurzen Nachtrag noch an Kasper geben. Eine Sache hast du nämlich doch noch gesehen, allerdings nicht wirklich in dem Haufen, sondern am Rande deines Blickfelds war halt, hast du dann auch noch ein wenig was von den Chimärenleichen gesehen. Und diese Chimären wurden definitiv mit dämonologischem Einfluss erstellt. Also, es war dir vermutlich schon klar, aber nur, dass ich das bestätigt habe. Ja, Kasper ist da auf jeden Fall ganz vorurteilsfrei von ausgegangen, aber jetzt hat er eine Bestätigung. Ich warte jetzt einfach mal, ob Keule seine Aussage nochmal revidiert mit dem. Also ich hab's so tatsächlich gemeint, ich hab's vielleicht dann falsch ausgedrückt, aber als da nichts passiert, würde ich es gerne dann nochmal richtig stellen kurz. Ob diese Chimären dann keine Feinde der Zwölfe wären. Natürlich sind sie Feinde der Zwölfe. Und ich bin mir sicher, dass Korn deinen mutigen Kampf gesehen hat und ihn gut heißt. Keule blickt skeptisch zur Steindecke. Die Gewände sind kein Hindernis für die Zwölfe und die anderen Götter unter ihnen. Ja, Keule wird dann nochmal mit dem Amulett ordentlich in der Pampe rühren und dann wieder davon ablassen. Machst du es auch sauber, oder? Nö, das war mir klar. Also ich gehe davon aus, dass du dann den Anhänger mit dem Zeichen Chors meinst. Ja, genau. Oh, okay, gut. Nicht den Choranhänger, der da vorne steht und predigt. Dann notiere dir das bitte und komme zu irgendeiner Gelegenheit mal darauf zurück. Mit Chimärenpampe voller Choranhänger. Habe ich gemacht.
Okay, gut. Also ich muss mir merken, worum es ging. Gut, ja. Ich würde dann gerne noch meinem Träger, dem werten Patrick, zuweisen, diesen Rüstungshaufen deuten. Hier, ihr könnt mitnehmen, was ihr wollt, ist aber 50-50. Okay, auch wenn du ihn nicht mit seinem Namen Marwood angesprochen hast, bei dem Angebot reagiert er dann trotzdem und er macht auch mal einen Glückswurf. 1, 1, 1. Och, was ist denn hier los? Menschenskinder! Ja, ich habe immer noch Einfluss auf meine eigenen Glückswerte. Erstmal bei deinen Worten leuchten seine Augen definitiv auf und. Aber er hat schon noch das 50-50 gehört, ne? Ja, ja, das hat er gehört. aber er macht trotzdem, er sagt nichts, aber bevor er zu dem Haufen hingeht, macht er eine Geste, die eindeutig sowohl höflich als, also höflich respektvoll als auch dankend ist. Und ich sag mal, durchaus ein Stück weit schneller als ihr drei alle wart, zieht er dann einen Säbel aus dem Haufen hervor, den er dann mal aus der Scheide rausnimmt und begutachtet und sich anguckt. Und dann an dich gewandt sagt, der hier dürfte, denke ich mal, noch das Wertvollste sein, was da so drin ist. Alles in allem ist es ein Säbel, aber immerhin dürfte er ein bisschen mehr wert sein als so der Durchschnitt. Beule nickt. Ja, alle die stimmt wahrscheinlich auch zu. Dann notiere du Keule dir das auch für deinen Träger, was der da so hat. Und notiere dir bitte explizit, dass es der Säbel aus, also ein Säbel aus diesem Geröllhaufen ist. Quatsch, Geröllhaufen. Rüstungshaufen. Nennen wir es Rüstungshaufen. Aber diese Wesen sind auf jeden Fall noch magisch gewesen. Sie wurden dementsprechend nicht vor allzu langer Zeit, sie wurden definitiv also geschaffen und nicht wie gerüchterweise die alten Chimären der verdammten Chimärenmeister der Magier-Mogule fortpflanzungsfähig gewesen zu sein. Ja, das heißt, wer auch immer hier unterwegs ist, hat diese Biester mitgebracht. Ja, aber bedenkt, naja, was heißt mitgebracht? Was meint ihr mit mitgebracht? Wie ihr schon sagte, sie werden essen müssen. Und da sie hier sind und wir oben ein Lager gefunden haben, denke ich mal, wer auch immer hier momentan haust, hat diese Biester mitgebracht. Alinde wirkt nachdenklich und sagt dann, ich hatte angenommen, dass sie hier erschaffen worden wären, hier unterirdisch. Das wäre auch möglich. Aber selbst dann hätte man ja die Teiltiere mitbringen müssen. Eben. Und ihr sagtet schon, dass diese Echse vermutlich nicht heimisch ist. Von daher wäre es vermutlich einfacher gewesen, die Wesen nach der Erschaffung mitzubringen, anstatt die einzuteilen. Nun ja, aber ich meine, ein Wanderzirkus könnte ja behaupten, das sind Tiere für Vorstellungen. Das ist glaubhaft, aber diese Dinger? Frage, irgendjemand hatte, glaube ich, letztes Mal Spuren von Kisten oder ähnlichem in der oberen Kammer entdeckt, ganz oben am Eingang. Richtig. In der Krakenmolch-Kammer, ja. Ja, also Holzteile wie von Kisten, ja, das hat Alinde, glaube ich, erzählt. Es kann natürlich sein, dass die Holzkisten, von denen ihr Spuren oben gesehen habt, in Wirklichkeit Käfige waren und denen die Tiere mitgebracht wurden. Würde das größenmäßig passen, meiner Erinnerung nach, Patrick? Käme so in etwa hin, auch für Tiere dieser Größe, ja. Und waren es eher 2 oder eher 4? Von den Spuren her. Das kannst du nicht einschätzen, nein. Es könnte eine gewesen sein, die einfach mehrmals abgestellt wurde. Mhm. Es könnten auch theoretisch ein Dutzend und mehr gewesen sein, nur dass halt einige Spuren verwischt wurden. Das. Nein. Alinde sagt, ja, diese Spuren da oben in diesem Raum mit dem Tentakel, mit der Tentakelfigur. Ja, das
Das könnte sein. Das könnten Transportkisten für Tiere, Transportkäfige gewesen sein. Die Größe könnte stimmen, wenn es denn Spuren von Kisten waren. Das war ja nur so eine Idee. Es könnte auch etwas anderes gewesen sein, aber ja, möglich ist es. Vielleicht finden wir diese Kisten ja noch irgendwo, dann wissen wir mehr, weil oben sind sie nicht und draußen in unmittelbarer Nähe auch nicht. Vielleicht wurden sie aber auch verfeuert. Wir werden sehen. Wir sollten auf jeden Fall noch vorsichtiger sein, wenn wir jetzt weitergehen. Aber sie wurden hier aus einem Grund positioniert. Ich denke mal, wir werden weiter unten jemanden finden, der nicht unbedingt nett auf Besucher zu sprechen ist. Das glaube ich, ja. Aber wenn das Transportkisten waren, hieße es ja, es müsste eine kleine Karawane gewesen sein, die hier Halt gemacht hat. Nun, wir wissen nicht, wie groß diese Anlage hier ist. Aber ich meine, diese Tiere, die schleppen sich nicht von allein. Mhm. Das muss schon ein Wagen mit Karren gewesen sein. Entweder die Quartiere oder sie wurden weggeschickt. Ja, man hat bestimmt auch die Kisten zugehängt. Oder es liegt anderswo hier die Quartiere. Ich meine, wer auch immer dort oben in dem ehemaligen Astrolabium jetzt haust, ist ja auch hier irgendwo noch unterwegs. Es sei denn, er ist irgendwo anders mittlerweile an seinen Wunden gestorben. Ich mach mal einen Klugheitswurf. Mal gucken, ob mir der gelingt. Schon wieder. Ja. Alinde überlegt kurz und hat dann die vage Idee, die Patrick gleich bestätigen, im Wagen lassen oder widerlegen kann. Alinde sagt, wir haben gehört, dass diese andere Söldnergruppe Schwarzfänger, oder wie sie hieß, glaube ich, wenn das stimmt. Ich gucke den Namen nochmal schnell nach, red weiter. Ja. Hier in der Nähe unterwegs war. Und Alinde überlegt jetzt, ob die sich für so etwas kaufen lassen würden. Nach dem Motto, geht irgendwo hin, fangt irgendwelche Viecher und kratzt sie hierher. Dafür kriegt ihr einen Sack voller Dublonen. Erstens, im Sinne von Dukaten. Erstens, würden sie das machen? Erstens, Söldner der schwarzen Fänge, richtig? Ja, okay. Zweitens, nach dem, was du gehört hast, würden die praktisch alles machen, solange sie dafür bezahlt werden. Mhm. Und würde ich denen auch zutrauen, diese Tiere gefangen zu haben? Ich meine, ist ein bisschen Wildniskunde und Jäger, also fangen und in einem guten, lebenden Zustand einpferchen und lebend auch ein paar Meilen, ein paar hundert Meilen, was auch immer, transportieren, würde ich denen das vom Know-how her zutrauen, dass sie sowas hinkriegen? Oder sind das wirklich nur so Dinge, Typen, die nur was kaputt machen können? Würfel mal auf deine Arroganz. Oh, die trägt gerade aber. Das ist ein Haufen von Banditen, also so etwas fangen, ganz zu schweigen von im lebendigen Zustand und sogar noch in einigermaßen gutem Zustand, wie du es ja denen gerade andichten wolltest. Also so ein unorganisiertes, ungewaschenes und unlauteres Pack würde das nicht hinbekommen. Also die Landwellen selbstverständlich, aber die, ja. Dann formuliert es Alinde so. Wir haben ja gehört, dass die Schwarzfänger hier in der Gegend unterwegs gewesen sein sollen. Sie hätten theoretisch die logistischen Möglichkeiten, eine Karawane auf die Beine zu stellen und durchzuführen. Sie würden wahrscheinlich auch einen Auftrag annehmen, der da lautet, geht in da Richtung, Alinde sagt jetzt einfach mal Mengbilla, ja, von der Richtung her, ob das stimmt oder nicht, ist völlig egal. Da habe ich meinen Geografiewurf halt nicht bestanden. Geht da Richtung Mengbilla, fangt Großkatzen und groß Schuppentier, sperrt es ein und karrt es mir hierher und hier werdet ihr reich belohnt. So einen Auftrag würden sie annehmen. Und sie würden wahrscheinlich auch die Tiere erlegen, aber sie würden... ich glaube nicht, dass sie es schaffen würden, diese Tiere hier herzuschaffen in dem Zustand, der notwendig gewesen wäre. Also, vergesst den Gedanken. Vielleicht sehe ich einen Zusammenhang, der gar nicht existiert. Dann kann es auch sein, dass der Magier, der hier arbeitet, Jäger beauftragt hat in Mengbilla oder wo auch immer und den Schwarzfängern gesagt hat, die liefern das hier in die Gegend, holt die ab und erschlagt jeden, der das aufhalten will.
Das glaube ich schon eher. Dann wären hier irgendwo in irgendeinem Gebüsch oder hinter irgendeiner Düne die verwesenden Leichen. Und wenn sie, so skrupellos sind, wie ihr sagt, dann kann es auch gut sein, dass sie die Leute, die das hierher gebracht haben, mit erschlagen haben, um Spuren zu verwischen. Ja, das meine ich. Genau das. Irgendwer, ein richtiger professioneller Jagdtrupp wird sie hierher geschafft haben und die Schwarzfänge waren hier das Empfangskomitee. Das könnte ich mir gut vorstellen. Was aber bedeuten würde, dass die Schwarzfänge mit dem oder denen hier in einer geschäftlichen Beziehung stehen. Wir sollten auf jeden Fall beachten, dass das reine Spekulation ist, aber natürlich. Auf jeden Fall, dass wir ihnen hier begegnen sollten. Wie schätzt ihr die Kampfstärke dieser Söldnergruppe ein? Nun. Würfel nochmal auf deine halbe Arroganz. Achso, ich dachte, der Arroganzwurf gilt dafür, was das angeht, noch. Ja, deswegen will ich gerade gucken, ob Alinde sich vielleicht da jetzt dann doch wieder zurück in die Professionalität retten kann. Ja, kann sie. Ja, okay. Dann antworte so, dass deine Arroganz nicht mehr hervorkommt. Oder nicht mehr hervorkommen muss. Wenn du es immer noch willst, dann bitte. Es ist natürlich immer die Frage, ob sie in welcher Mannstärke sich aufschlagen. Das ist eine große Söldnergruppe, die es an Mannstärke mit den Landwellen aufnehmen kann. Wenn die deutlich mehr. Sogar an Mannstärke den Landwellen sogar überzählig ist. Wenn die hier alle aufschlagen, dann verbietet sich ein Kampf. Wenn nur ein kleiner Trupp ihrer Schergen hier wäre, 3, 4, vielleicht 5 Mann, könnten wir es mit Sicherheit mit ihnen aufnehmen. Darüber schwierig. Aber es kommt auch immer darauf an, wer kommt. Sind es Gerüstete, sind es Neulinge? Natürlich. Es ist alles Spekulation. Den Schwarzfängen tritt man nicht entgegen, wenn man nicht die gesamten Landwellen ist. Zu viel Arroganz muss jetzt triggern. Ja, die Keule, die wobei Keule, ich sagen die muss, wir haben eine Keule und eventuell den Vorteil von engen Gängen. Ich bin jetzt kein Stratege, aber ich habe mal irgendwo gelesen, dass an einer solchen Engstelle eine Überzahl schnell bedeutungslos werden kann. Wenn sie uns nicht ausräuchern, auf alle Fälle. Ja. Aber auf die Idee werden sie wohl kommen, da bin ich ganz sicher. Sie sind Räuber, aber das heißt nicht, dass sie nicht wissen, wie man jemanden aufs Kreuz legt. Natürlich. Keule, du wolltest etwas sagen? Hat Keule gegen die schon mal gekämpft in der Arena oder so? Nein. Das sind halt, also wirklich, das sind Banditen und Raubmörder, die du für Geld anheuern kannst. So etwas, also wenn welche von denen gefangen genommen wurden, dann wurden sie eventuell quasi zur Strafe, zum Sterben in die Arena geschickt. Aber da waren sie dann halt auch nicht ausgerüstet und durchaus schon verletzt und oder ausgehungert. Dann oder würde so. Keule abwinken. Ah, ich glaube, von denen habe ich schon einige erschlagen. Da habe ich keine Sorge davor. Gut. Dann sollten wir weitermachen. Wir wissen nicht, ob es nicht Patrouillen gibt und je mehr wir erkundet haben, bevor wir entdeckt werden, desto besser. Mhm. Okay. Das heißt, ihr wendet euch jetzt der nächsten steinernen Doppeltür zu. Mhm, genau. Dann nur bitte einmal hier. Es ist halt wieder so wie hier drüben. Quasi jeder von euch kann vor einer Tür stehen. Also einer der beiden Türen. Dass ihr hier mir einmal darstellt, wie ihr da steht. Naja, in Anbetracht der Situation, die wir zuletzt hatten, würde Alinde sagen, Kaspai, bleibt hinter uns. Ausnahmsweise, nicht so wie die gesamte bisherige Zeit, die ihr hier im... Einmal nochmal würfeln. Ach was, ich mach die Tür auf und ihr rennt rein. Du darfst gerne würfeln, aber das ist zumindest das, was Alinde dir rät. Aufgrund der jüngsten... der Kampf war eigentlich ziemlich entspannt. Mach ruhig den vollen Wert. Also, was meine Astralpunkte angeht, war der nicht entspannt, aber ja. Ah. Wie wäre es mit einem Gegenvorschlag? Ich mache die Tür auf und dann könnt ihr, wenn es eine Gefahr gibt, direkt rein, ohne die Tür in der Hand zu haben. Das musst du jetzt aber direkt umsetzen, weil sonst würde Alinda dazwischen fahren. Das musst du jetzt überlegen. Also Kaspar macht dabei auch schon einen Schritt Richtung Tür. Ja, er ist hochinitiativ, so wie die gesamte bisherige Zeit auch. Dann mache ich einen Wurf auf Gewandtheit. Ob ich da jetzt, also geistige und körperliche Gewandtheit quasi kombiniert. Okay, dann nehme ich die Mitte aus Klugheit und Gewandtheit. Dann würfel ich mal jetzt gegen 12, ob ich da jetzt
es schnell genug schalte und auch schnell genug mich in Bewegung setze. Ja, Alinde hält so praktisch schon die Tür zu mit der ausgestreckten flachen Hand und sagt, nein, diesmal nicht. Keule, kommt her. Herr Kasper, einen Schritt zurück, bitte. Keule weist noch Patrick an, dass er hinten stehen bleiben soll. Und wird sich dann, ja, je nachdem, was Alinde halt macht, wird sie auch vor sich stehen haben, weil sie hat ja eigentlich das größere Schild. Na gut. Ja. Gut, und dann würden wir die Tür aufmachen wollen. Wer von euch beiden welche Tür? Also einfach beide gleichzeitig beide oder wie? Also wenn Keule jetzt sich noch einen halben Schritt jetzt zurückhält, so wie ich das verstanden habe, und Kasper zwei Schritt zurückhält, dann bei dir, also Alinde ja alleine an der Tür und wäre die Einzige, die jetzt gerade die Tür aufmachen könnte, und ich höre keinen Widerspruch, dann würde Kasper Alinde... Kasper steht direkt hinter dir. Also ja, keine Sorge, dass dir jemand in den Rücken fällt. Außer Kasper. Außer jemand gut aussehen, ist schon klar. Ja. Dann würde Alinde vorsichtig eine der Türen aufdrücken, wenn die überhaupt so aufgeht. Okay. Mit gezogenem Schwert. Ja. Nein, Schild oben, Schwert steckt, aber mit dem Schwertarm, dass die Tür so aufdrücken. Ja. Ja, so. Du erblickst etwas einigermaßen Vertrautes, nämlich wieder eine baugleiche Stachelgrube. Mhm. Wie schon auf der anderen Seite, mit einem entsprechenden Gang, der dann also auf der anderen Seite wieder weiter nach unten zu führen scheint. Mhm. Sehe ich in dem Gang auch irgendwo einen Schalter, den ich ja vermuten würde, nachdem ich weiß, wie unser Raum hinter uns aussieht? Mach gerne wieder eine Sinnesschärfenprobe, so wie das letzte Mal. Ich kenne zwei Schwellenwerte. Was ist da gemischt hier? Da muss ich rechnen, ob das noch gereicht hat. Sinnesschärfe. Klugheit ist drin. Intuition natürlich nicht. Und der Rest ist nochmal Intuition. Da verliere ich 5 und noch einen. Ich verliere 6 Punkte. Dann habe ich 4 Punkte übrig, wenn ich mich nicht verrechnet habe. 4 Punkte übrig. Okay. Mhm. Du erkennst auf tatsächlich an der ähnlichen Stelle wie hier. Hier war ja so ein Schalter, den ihr als Falle eingestuft hattet. Du erkennst hier ebenfalls einen quasi baugleichen Schalter. Und in direkter Umgebung der Grube und der Tür sehe ich da etwas? Ich wollte zur Not auch die zweite Tür aufmachen. Da siehst du jetzt auch einen, ja. Da du nur erstmal gesagt hast, du guckst den Gang, habe ich dir das nicht gegeben, weil deine Sinnesschärfe halt nicht besonders hoch war. Deswegen, jetzt wo du dich so direkt links und rechts mal umguckst, siehst du da quasi auch hier wieder baugleich mit dieser Seite ebenfalls einen solchen Schalter. Dann macht Alinde beide Türen auf, dass alle was sehen können und sagt, Vorsicht, Grube. Genau wie hinter uns. Ich nehme an, dieser Schalter hier zur linken oder zur rechten, je nachdem wo er ist, also hier der greifbare Schalter. Das wäre zu deiner Rechten, der ist hier. Also der hier zur Rechten, Alinde schaut die anderen beiden an, fragend an, ob sie den jetzt drücken soll. Keule geht etwas in Deckung. Ich würde sagen, wir versuchen es wieder mit dem Schalter im Raum. Den haben wir aber zurückliegend auch nicht benutzt. Wir haben den Schalter benutzt, der an der Tür, das haben wir draufgeworfen, draufgeschossen irgendwie. Richtig. Das hat Kasper gemacht, der hat Steinchen geworfen. Dann müsste er das ja wissen, dass wir den Schalter im Raum nicht benutzt haben. Ja, stimmt. Ich hätte das nur so falsch im Kopf. Ja. Ja, dann. Also, stimmst du Alinde zu, dass sie drücken soll? Also. Ja. Wenn ihr nicht wollt, könnt ihr mit dem Schild vorne stehen und ich drücke den Knopf. Also, Keule positioniert sich so ein bisschen an der Wand, macht sich da schmal und. Schild hoch, falls es eine Bolzenfalle gibt, geht ein bisschen in Deckung, ich drücke den Knopf. Ja, Alinde geht so ein bisschen, duckt sich so ein bisschen, guckt nur so ein bisschen über den Schild, dass sie noch ein bisschen was sehen kann. Und ist bereit, völlig hinter dem Schild zu versinken und Kasper irgendwie auch mit Deckung zu geben, wenn er drückt und irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Kasper würde Alinde noch ein kleines bisschen zur Seite schieben, damit sie wirklich gut in Deckung ist. Ja. Das wollen sie weg, genau. Und soll halt so darauf achten, dass sie halt gut den Schild oben hat und nicht und halt gut in Deckung ist und dann drückt er den Schalter. Ja.
Ihr hört, wie sich Mechanismen in Bewegung setzen und auch über diese Stachelgrube fährt eine Brücke aus. Dann also nutzt, das, was wir erwartet hatten. Dann nutzt Kaspar die Möglichkeit, dass Alin jetzt ein Stück weg ist und hinter dem Schild kauert, um in den Raum reinzugehen. Yes! Es ist ja leider in Anführungszeichen kein wirklicher Raum, in dem Sinne, es ist halt eine Verbreiterung des Gangs. Das ist mir egal. Aber ja, Kaspar ist wieder vorne. Und mit dieser glorreichen, mit diesem glorreichen Sieg des gut aussehenden Magiers über die feige hinter dem Schild kauernden Söldnerin beenden wir auch diese Folge. Ich lege Einspruch und Widerspruch und gebe alles zu Protokoll. Alles, ja? Alles abgewiesen. Nein, nein, das wird erstmal zu Protokoll gegeben, kannst du nicht abweisen. Ja? Doch, natürlich. Ich bin ja derjenige, der hier das Protokoll schreibt. Wir werden es über den Schlinter jagen, alles gut. Es kommt auf die. Es bekommt eine eigene Seite im Protokoll, dass die dann halt in den Schredder fällt, ist unglücklicher Zufall. Ja, ja. Alinde verdreht die Augen. Entspannt sich ein bisschen, nimmt wieder eine normalere Haltung an, bedeutet dem Träger, dass er uns folgen soll. Nein, der hört nur auf Keules Befehle. Gut, sie tut's trotzdem, aber ja, würde dann Patrick reagiert nicht. Also, als Dritte in den Raum gehen, wenn ihr da ein bisschen Platz macht oder bleibt ihr direkt an der Kante stehen. Ich dachte, dass mit Kasper würde reingehen, wenn jetzt noch was passiert, dann passiert noch was. Ich dachte, da kappen wir. Ja, also Keule würde ich auch vorlassen, du kannst dich vorgehen, ich hatte mich nur schon mal positioniert. Ach so, ja. Gut, dann also täte... Keule, du ja. Siehst Keules Gesicht dann, er ist nicht so begeistert, dass Kasper davor rennt, wird ihn aber nicht aufhalten. Du merkst auch, dass das Alina davon genauso wenig begeistert ist wie du. Das ist dir klar. Das war deutlich. Ja, okay. Dann machen wir hier Schluss. Genau. Von daher kommen wir jetzt zu einem eventuellen Folgentitel. Ja, ich nominiere Glückswürfe. Grrr. Ey, 4 Glückswürfe, der beste war eine 13. Hallo? Was ist denn hier los? War der beste nicht eine 12? Nein, der beste war eine 13 von Keule. Ja, 13, 15, 19, 20. Der braucht Glück, wir haben Skill. Und überleg mal, was wir mit diesen Würfen noch gefunden haben. Was hätten wir mit der 1, 2, 3, 4 gefunden? Ich meine, sei doch froh, dass hier die 20 und so weiter bei den Glückswürfen und nicht bei irgendwelchen wichtigen Talentproben kamen. Es schmerzt mich. Jetzt habe ich so einen verhexten Ring, ja. Ja, hättest du mal das Wort gesagt, dann hättest du noch irgendjemanden gehabt, der dient. Nee. Also, Vielleicht wirkt das ja explizit auf Magier und du hättest jetzt Kasper als willenlosen Diener. Das wünscht sie sich. Und hättest dabei nur dein gesamtes Leben an ASP aufbrauchen müssen durch die Blutmagie in dem Ring. Ne? Mit Kasper als willenlosen Diener, okay. Oder als Willigem-Diener, je nachdem, wie du es auslegen willst. Naja, egal, das ist Stoff für eine andere Episode. Oder für eine Fanfiction. Ja, also Glückswürfe ist mein Vorschlag, mein erster. Ich stimme dem zu, aber nur, wenn du auch das hinten dran fügst. Ja. Ja, ist für mich auch in Ordnung. Jo, nehmen wir das. Okay. Dann ist hier Schluss und weiter mit der nächsten fiesen Chimärengrube oder einem Drachenhort oder der Hälfte der Schwarzfänge, ob Zomboid oder nicht. Eine Ebene tiefer geht's im nächsten Teil. Bis dahin. Tschüss.